Willkommen zusammen zu unserer allerersten Fahrt hier auf Dresden-Riesa. Wir fahren heute mit der Baureihe 146. Huch, da hat es gerade ordentlich geleckt, aber das liegt auch daran, dass ich gerade erst die Route geladen habe. So, jetzt geht's wieder. Auf der S1 nach Dresden stecken wir mal den Fahrtrichtungswender rein. In Neutralstellung geben die Türen auf der rechten Seite frei. Dann schalten wir uns mal LZB, PZB und SIFA an. Signalleuchten auf Spitzensignale. Fahrtrichtungswender in Vorwärtsstellung. Türen können wir zumachen. Dann hier die AFB an. AFB, AFB, AFB. AFB auf 40, Bremsen lösen, das passt, Spitzensignale normal, Sand, Zuglichter machen wir noch an, ja und dann würde ich sagen, auf geht's. Ich sah halt Radebeul Zitschewig. Ihr seht es schon, eine der Neuerungen hier, die Beleuchtung bei Nacht. Das sieht einfach nur herrlich aus. Also wirklich extremst schön. Dann können wir mit der AFB auf die 120 hoch. Was wir vielleicht auch mal machen könnten, wäre wir machen mal die Fernlichter an, denn ihr seht, eine Änderung ist unter anderem auch, dass hier diese ganzen Schilder deutlich stärker reflexiv sind. Man kann sie also von viel weiter weg bereits erkennen und das ist eine sehr, sehr coole Neuerung. Außerdem scheint wohl das Fernlicht tatsächlich mittlerweile was zu bringen. Also ich finde, das ist schon ein großer Unterschied. Das klappt, glaube ich, noch. Ein bisschen eng ist das schon. So, Tür links auf. Ja, passt. Ja, was wir unter anderem jetzt hier haben, sind auch jetzt die Dostos, die in dem VVO-Design sind. Hier DB Regio AG, Region Südost, Magdeburg Hauptbahnhof. Ist da halt Radebeul Kötschenbroder. Diese Namen. Ja, wir haben hier die 146 mit überarbeiteten Sounds. Es ist einfach schön, wieder einfach die 146 fahren zu können, ohne Kopfschmerzen zu bekommen.
Schön, oder? Diese Stimmung hier bei Sonnenuntergang. Wir werden auch sicherlich nochmal eine richtige Nachtfahrt machen, komplett nur in der Nacht, vielleicht mit einem Güterzug. Aber ich finde eigentlich so die Stimmung bei Sonnenuntergang am allerbesten. Ach Gott. Das wird wieder knapp. Ich glaube, das ist nicht das angenehmste Erlebnis für die Fahrgäste. Na, das mit dem Bremsen. Das ist aber knapp, aber passt noch. Nächste Haltestelle Radebeul Weintraube in 2 Kilometern. Mal gucken, ob ich diesen Halt mal wieder vollkommen verhaue oder diesmal hinbekomme. Vielleicht beschleunige ich nicht ganz so stark. Wir haben übrigens bei der 146 komplett überarbeitete Physik, nicht nur die Sounds, sondern auch die Physik, die Fahrphysik ist überarbeitet. Und man merkt das einfach, dass die nicht mehr so arcade-mäßig einfach bremst und beschleunigt, sondern dass es halt zum Beispiel beim Beschleunigen erstmal viel länger dauert, bis Leistung aufgeschaltet wird, bis die Bremsen gelöst sind und so. Also das haben die schon gut gemacht. So, nehmen wir mal E-Bremse. Und dann gleich mit Luftdruck hinterher. Es wird langsam besser. Ja, diesmal passt das sogar. Oh, ich hätte noch ein bisschen warten müssen mit den Türen. Okay, dann würde ich sagen, können wir schon mal anfahren. Sehr schön. Ist halt Radebeul Ost.
Immerhin sind wir noch pünktlich. So, nehmen wir die E-Bremse wieder erst zuerst rein. Das ist schon echt cool. Geben wir die Türen links frei. Das passt. Genau, ne? Also wir haben halt auf jeden Fall hier mal ein anderes Repaint für die Dostos, sind zwar vom Modell her die gleichen, aber was wir auch hier zum Beispiel machen können ist, wo ist das denn? Machen wir erstmal die Türen links zu. Ja, gucken wir uns gleich an. Dresden Trachau. Wir sollen da erst um 27 da sein. Dauert ja Ewigkeiten. Dann sind wir 2 Minuten zu früh da. Ich gehe einmal ganz kurz in die Einstellung, weil ich diese bunte Anzeige da, diese Zielmarkierung aushaben möchte und die Halbtafel eigentlich auch. So. Hallo Kollege.
Hier mit funktionierendem Bahnsteigsanzeiger. Hier haben wir diese Streckenkarten. Sehr schön. Oh, was wir hier haben. Defibrillator. Oder ein Erste-Hilfe-Kasten. Und was wir hier haben, ist ziemlich cool. Können wir nämlich ein Ticket entwerten. Und wenn man mal genau drauf guckt, ihr seht es da. HRR, also Hauptstrecke Rhein-Ruhr, SKA, Schnellfahrstrecke Köln-Aachen, HMA, Hauptstrecke München-Augsburg, HBK, Hamburg-Lübeck, DRA, Dresden-Riesa, D, Fragezeichen, Fragezeichen. Das ist wohl ein kleiner Hinweis auf die nächste Strecke. Interessant, oder? Ach, und hier ist sogar ein Datum drauf. 15.10. 17.26 Uhr. Ja. Die Fragezeichen, Fragezeichen. Also normalerweise ist das ja bei diesen Strecken so, dass dieser erste Buchstabe nicht für eine Stadt steht, sondern für irgendeinen so Begriff. Ne? Also sowas wie zum Beispiel Hauptstrecke hatten wir jetzt ein paar Mal. Die Frage ist natürlich, wofür steht dann das D? Was auch zu diesen überarbeiteten Sounds dazu gehört, ist dieses leichte Wummern im Hintergrund. Ich kann mich noch erinnern, ich habe ja mal ein Sound-Update für die 185.5 vorgestellt von MRCE. Also jetzt nicht die hier mitgeliefert wird, sondern die alte 185.5. Und da gibt es ja auch genau dieses Geräusch jetzt im Hintergrund, was man hören kann. Nur ist es da halt von der Lautstärke her schlecht abgemischt, sodass das extremst in extremster Weise auffällt. Und hier ist das jetzt ganz hübsch so im Hintergrund. Man hört das ganz, ganz leise, wenn man halt genau hinhört. Und es stört halt einfach nicht. Und das ist wirklich sich richtig gut gemacht. Dann fahren wir mal ab. Dresden Pieschen in 1,7 Kilometerchen. Ja, also hier ist halt schon was los, ne? Elektrische Bremse und gehen mal damit erstmal runter. Und nehmen Luftdruck mit dazu. Ja, diesmal hat das doch ganz gut geklappt mit dem Halten.
So. So, ein bisschen haben wir noch. Das ist einfach cool. Weg von meiner Lok. Ja, man sah unter anderem die neuen One-Container, die jetzt auch hier mitgeliefert werden. Und das sieht aus wie eine Ankündigung auf 70. Also können wir schon mit der AFB runtergehen auf die 70. So, hier drücken wir dann PZB wachsam. Haben eine 1000 Hertz Beeinflussung. Also da hinten da dieser Fernsehturm. Auch cool. Ja, schon. Bei einem Ort fahren, okay. Und wir haben halt zu erwarten. Drücken wieder auf PZB wachsam und halten langsam an. Oder rollen mal langsam aufs Signal zu. Signal ist grün. Dresden-Bischofsplatz, Gleis 2. So, und wir bremsen. Türen links auf. Und Türen zu. Gut, jetzt haben wir minimal Verspätung.
Beeinflussung. Achso, können wir uns nicht befreien. Dann fahren wir auch mal nicht mehr als die 40. Und halten in Dresden Neustart. Da vorne ist der Kollege unterwegs mit interessanter Lichtkonfiguration. So. Ach, Dresden-Neustadt. Sehr schön. Was hält hier vorne? RE15. Hier hält der Intercity. Geschäft zu Hause. Dresden Mitte. Das sieht schon sehr schön aus. Wahnsinn. Das hier ist so eine ehemalige Zigarettenfabrik, wie ich mittlerweile gelernt habe. Oder Zigarren oder so. Es ging auf jeden Fall um Tabak. Das aus dem Orient importiert wurde und hier verarbeitet wurde und um entsprechend da so ein bisschen Allüren an den Orient zu liefern, wurde dieses Gebäude in entsprechender Architektur und in entsprechendem Design gehalten. Ja, wir sind etwas zu schnell. AFB mal runter auf 40. Passt. Das hat so ein bisschen was von der Moschee. Ist aber tatsächlich keine, sondern
sondern eine Tabakfabrik. Ob sie heute noch in Benutzung ist, weiß ich nicht. Also das merke ich bei der ursprünglichen 146 von meinen Spessartbahnen, da werden die Bremsen einfach sofort gelöst und dann ist Abfahrt. Und hier muss man erstmal ein bisschen warten. Jetzt werden die Bremsen gelöst und jetzt erst wird Leistung aufgeschaltet. So. Ankündigung auf 40. Wir drücken auf PZB wachsam. Zugbeeinflussung. Und haben, glaube ich, halt zu erwarten. Dresden-Freiberger Straße, nächste Haltestelle. Ja, leichte Verspätung. Aber gut, bei der Deutschen Bahn ist ja sowieso alles unter 4,59, glaube ich, offiziell pünktlich. Hör nix auf. Ja, das passt perfekt. Ach, der Dosto, der andere, sehr schön. Aber der fährt jetzt, glaube ich, vorbei, ne? Können wir zum anderen Bahnsteig mal rausgucken, zur anderen Seite. Das habe ich aber ganz vergessen mit der Zugbeeinflussung. Da war ja noch eine Ankündigung auf 50. Aber wir sind sowieso in der 45er Überwachung. Nächste Haltestelle Dresden Hauptbahnhof. Ach herrlich, da vorne noch der Dosto. So, um den Fahrgästen die Augen nicht wegzulasern, gehen wir wieder auf. Nee. Auf normale Spitzensignale. Ja, ist schon ein bisschen was los. So, wir fahren jetzt hier oben ein. Sehr cool.
Jawohl. Machen die Türen links auf. Und gucken uns hier mal ein bisschen um. Also hier vorne haben wir die 143 rumstehen. Mit Dostos. Hier haben wir den Talent 2. Auch hier natürlich im VVO Repaint. Was sehr, sehr cool ist. Dann hier die RE, den RE 50. Und hier oben ist gerade nichts. Oh, was ich mal nachgucken wollte. Folgendes. Aha, hier steht auf jeden Fall erstmal nur DB Regio. Kamera überwacht. DB Zugbus Regionalverkehr Altbodensee GmbH. Okay. Ich dachte, eventuell steht hier tatsächlich irgendwie was anderes. Aber das weiß ich nicht. Aber die Dostos sind halt sonst so vom Innenraum her gleich wie immer. Das ist natürlich auch wieder interaktiv. Da kann man auch wieder auf die halbe Beleuchtung gehen, die ja tausendmal schöner ist. Jawohl, mit diesem Bild entlasse ich euch jetzt. Ich danke euch allen recht herzlich fürs Zusehen und ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht es gut, tschüss und auf Wiedersehen.